Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, meine Freunde und Robohund. Bürgermeister Besserwisser hat unseren Paw Patroller entführt. Wir müssen uns beeilen. Jace, du suchst mit deiner Spionkamera nach ihm. Das ist ein Fall für Chase. Chase, schick die Kamera los. Kamera, such den Paw Patroller. Das wird ja immer schlimmer. Hilfe! Er fährt Schlangenlinien. Und da ist der Bürgermeister. Fahr rechts ran. Sky, versuch den Paw Patroller einzuholen. Auf geht's, Robohund! Ja! Los, spring rüber! Es ist schön, mal bei einem anderen mitzufahren. Ryder verfolgt uns! Los, gib Gas! Vorsicht! Da hast du super reagiert, Ryder! Verflixt, ich komm hier nicht raus! Halt runter vom Gas! Der Bürgermeister? Hilfe, Ryder! Wir werden immer schneller! Wir kümmern uns drum. Die Sache ist viel ernster, als wir dachten. Versuch, mit deinen Saugnapfpfoten an Bord zu klettern. Saugnapfpfoten! Achtung, Ryder, ich springe! Super, das war toll! Das wurde aber auch Zeit. Sky, kannst du Robohund näher ranbringen? Ja, klar! Und einsteigen, bitte! Na, sag mal, Kätzchen, könnt ihr denn überhaupt... Ich gehe nicht näher ran. Ich habe eine Allergie. So, Kätzchen, mach Platz für Robohund. Huhu, Kätzchen. Ich hab hier was. Holt es euch. Ihr habt es geschafft. Ja, nun, sieht aus, als hätten die Hunde uns gerettet. Oh nein, Ryder! Das Gaspedal klemmt. Ich komme rein, Chase. Quad, du musst jetzt alleine fahren. Und... Na, geschafft. Willst du mich etwa einfach so auf diesem blöden Stuhl sitzen lassen? Genau das habe ich vor. Ich weiß schon, woran es liegt. Ein kräftiger Ruck reicht. Chase? Alles klar. Wupp! Seilrutsche! Super gemacht, Chase. Danke, Ryder. Robohund, tritt auf die Bremse. Au! Na los, runter mit euch. Verrückt. Wieso schwebt sie in der Luft? Keine Ahnung. Aber ich bin sicher, das hat etwas damit zu tun. Chase, benutzt deine Saugnapfrettungsleine und hol Bettina runter. Das mache ich sofort, Ryder. Rettungsleine. Perfekt. Und jetzt holen wir sie aus dieser komischen Blase raus. 3, 2... Alles in Ordnung? Jetzt weiß ich, wie sich ein Pfannkuchen fühlt. Ihm ist nichts passiert. Chase. Benutz deine Pfotenagentenausrüstung und finde den Piloten des Raumschiffs. Das ist kein Problem für mich. Nachtsichtbrille aufsetzen. Gib laut, wenn du ihn findest. Merkwürdige Spuren. Ich frage mich, welches sonderbare Wesen die hinterlassen hat. Chicoletto! Komm her, Chicoletto! Du sollst doch Mami nicht davonlaufen. Also, das klingt nicht nach ihr. Mein Huhn mag... Und nicht wie, 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 wie.
Die Spur endet hier. Ganz plötzlich, aber wieso? Chase! Chase! Hier oben! Bürgermeisterin Goodway, wo sind Sie? Hier oben! Wie ist denn das passiert? Ein Außerirdischer hat uns raufgebeamt. Ein echter Außerirdischer? Den muss ich sehen. Und wir sollen hier oben in diesem Leuchtkugelding sitzen bleiben? Ups, Entschuldigung. Netz! Sind Sie bereit? 1, 2, 3. Nachtsichtbrille. Ein kugelrunder grüner Kopf. Ups, das ist nur eine Melone. Melone, Melone, Melone. Außerirdischer, Melone. Der Außerirdische? Es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Zu Hilfe! Hallo? Ich habe Bettina und die Bürgermeisterin befreit. Also kann ich mich hier auch selbst rausholen. Rettung, Kleine! Volltreffer! Ja! Na bitte. Und wo steckt jetzt dieser Außerirdische? Hey Chase, wie läuft die Suche? Gut, ich habe eine Melone gefunden, die ein Außerirdischer war. Der hat mich in diese Blase gesperrt und ich in der Luft so... Stopp. Wo ist der Außerirdische jetzt? Hey Sky, was ist los? Wir haben einen Besucher in der Zentrale. Und ich wette, ich weiß, wer das ist. Wir sind schon auf dem Weg. Die Zentrale sieht seinem Raumschiff so ähnlich. Er versucht damit nach Hause zu fliegen. Piep, piep, oh, piep. Tut mir leid, kleiner Freund, aber das funktioniert nicht. Piep, oh, oh, piep, oh. Der kleine grüne Kerl hat irgendwas anderes auf dem Herzen. Ich glaube, das ist seine Mutter. Und ich wette, er vermisst sie ganz doll. Aber nicht mehr lange. Rocky, wie weit bist du? Bist du in der Nähe? Und wie, Ryder? Guck mal raus! Er hat es repariert! Piep, 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 mama, 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 mama. Wann immer du uns brauchst, gib einfach nur ein Piep, Piep, Piep laut. Die Paw Patrol meldet sich hiermit zum Dienst. Außer, also Sky fehlt noch. Das ist ja der Notfallfell, Freunde. Ryder, du musst sofort jemanden anrufen. Hat er doch. Uns. Hey, Freunde, Sky war auf dem Weg zu Jake's Berg, aber seit dem plötzlichen Schneesturm erreichen wir sie nicht mehr. Arme Sky. Keine Angst, wir finden sie, bevor es dunkel wird. Als erstes brauche ich Everest. Hier, Ryder. Fahre bitte mit deinem Schneepflug den Berg runter und suche nach Sky. Eis und Schnee sind mein Metier. Und Ace, hilfst du uns? Es ist einfacher, von oben nach ihr zu suchen. Wird gemacht, Ryder. Außerdem brauche ich... Nimm mich, nimm mich. Pfotenagent Chase. Ja. Wir brauchen deine Nase, um Skys Spur aufzunehmen. Ein klarer Fall für Pfotenagent Chase. Flugdrohne. Finde Sky. Na, mach schon, mach schon. Ryder, Skys Fotofon. Sehr gut, Chase. Dann ist sie in der Nähe. Und Pfotenspuren. Wir haben sie fast gefunden. Such weiter, Chase. Da ist Skys Mütze. Oh, nur ein paar Häschen. Aber das heißt, Sky ist dort gewesen. Wo ist sie hin? Die Drohne hat noch mehr Pfotenspuren gefunden. Folge der Spur.
Everest, wir haben Pfotenspuren nahe des Bärenfelsens gefunden. Ich bin schon auf dem Weg, Ryder, aber es wird bald dunkel. Deswegen müssen wir Sky schnell finden. Der Schnee bedeckt Sky-Spuren schon. Im Dunkeln finden wir sie vielleicht nie. Wenn die Drohne Sky nicht findet, vielleicht findet Sky ja die Drohne. Chase, stell alle Geräusche laut, die die Drohne hergibt. Gute Idee, Ryder. Sie, Sky! Everest, wir haben sie gefunden. Achte auf die Sirene der Flugdrohne. Everest, ich sehe sie. Halte durch, Sky. Der Hang ist zu steil, um ihn mit dem Schneepflug runterzufahren. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich dich hier hochbekomme. Ruff, ruff, Schlitten! Wieso guckst du denn so traurig? Komm doch mit! Hüpf rein! Ich bring dich in 0, nichts zu Jakes Hütte. Dort ist es kuschelig warm. Komm schon, Ryder. Fahren wir zu Jake. Es geht gleich los, Chase. Wow, hallo, hey, Freunde. Ryder, habt ihr Sky gefunden? Klar doch. Oh, ja, alles klar. Marshall, komm doch bitte rauf zu Jakes Hütte, um Sky zu untersuchen. Ich kann's kaum erwarten und bin schon auf dem Weg. Es ist gar nicht so schlimm. Lass mich mal sehen. Röntgengerät. Wie geht es ihr, Marshall? Sie ist unterkühlt und die Pfote ist verstaucht. Aber es ist nichts gebrochen. Könntest du mir dann bitte die Halskrause wieder abnehmen? Klar. Heißer Kakao und warme Milch für meine coolen Fellfreunde. Ja! Ja! Lecker! Danke, dass ihr mich gefunden habt, Freunde. Kein Problem, Sky. Aber uns hat noch jemand geholfen. Oh? Schön, dich zu sehen, Sky. Ace! Hier, Sky. Ich hab dir etwas mitgebracht. Mein Fotofon. Danke, Ryder. Wer immer uns braucht, gibt einfach nur laut. Hoffentlich bevor du dein Fotofon verlierst. Die Paw Patrol meldet sich hiermit zum Dienst. Das höre ich gern, Fellfreunde. Diesmal ist es ein merkwürdiger Notfall. Der Robosaurus hat sich davon gemacht und den Wohnwagen mitsamt der armen Mrs. Wingnut darin mitgenommen. Pfotenagent Chase, du wirst den Robosaurus mit deiner Nachtsichtbrille in der stockfinsteren Wüste aufspüren. Ein klarer Fall für Pfotenagent Chase. Ja, das machen wir. Paw Patrol, der Einsatz läuft. Paw Patrol! Los! 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 Pfotenagent Chase, Zeit für deine Nachtsichtbrille. Nachtsichtbrille! Oh, du wandelnder Schrotthaufen, bleib sofort stehen, bitte! Verdächtiges Robosaurus-Subjekt im Visier und es zieht Mrs. Wingnut hinter sich her. Komm, Fellfreunde, fangen wir ihn ein. Rubble. Buddele hier die Dino-Fallgrube. Packen wir's an, Ryder! Rocky, und genau hier spannen wir das Seil. Wird gemacht, Ryder! Hammer! Ein bisschen strammer.
Earl ist fast da. Alle auf Sicherheitsabstand. Oh oh, es funktioniert nicht. Jemand muss dieses Ding aufholen. Oh oh. Chase, du behältst den Robosaurus im Auge und wir holen Mrs. Wingnut darunter. Wird gemacht, Ryder! Mrs. Wingnut, versuchen Sie, auf das Dach des Wohnwagens zu klettern. Okidoki! Sky, bitte komm her und hole Mrs. Wingnut vom Dach ihres Wohnwagens. Bin schon unterwegs, Ryder! Rettungsobjekt im Visier. Tolles Flugmanöver, Sky. Lass das Gurtzeug runter. Upsi! Ah. Wahnsinn! Jetzt du, Rubble. Hol den Wohnwagen mit deinem Kran vom Felsen runter. Bereit zum Anheben. Ryder, ich habe unseren Robosaurus eingeholt. Super. Benutze deinen Schleudersitz, klettere hinein und such den Ausschalter. Habe verstanden. Schleudersitz. Ryder, ich weiß jetzt, wieso der Dinosaurier-Roboter verrückt spielt. Hier sind ein paar Erdhörnchen an Bord und die nagen an den Kabeln. Erdhörnchen auf Spritztour? Wir sind gleich da. Oh. Danke, Phil-Freunde. Gerade noch rechtzeitig zu meiner Lieblingssendung. Eine Rettung erledigt, eine fehlt noch. Oh oh, Ryder! Wir sind auf dem Weg, Chase. Rocky, mir nach. Beeilt euch, Ryder. Ich fürchte, wir stürzen gleich in eine ganz schön tiefe Schlucht. Keine Angst, Chase. Wir locken die Erdhörnchen gleich raus. Rocky, wir brauchen dein Erdnusskatapult. Erdnusskatapult geladen. Dann schieß los, Rocky. Macht's gut. Man sieht sich. Ryder, es hat geklappt. Und jetzt muss ich nur noch den Schalter finden. Beeil dich, Chase. Das war knapp, Chase. Aber toll gemacht. Da ist noch eine Eule im Baum. Sie sitzt fest, aber es scheint ihr gut zu gehen. Keine Sorge, das ist ein klarer Fall für Chase. Ich grabe schnell ein Loch unter dem Baumstamm, dann kann sie heraus. Vorsicht, kleiner Tut, sonst rutscht der Baum noch über die Klippe. Keine Angst, ich kümmere mich darum. Ich hole die Paw Patrol. Ich habe die große Eule hier in dem Astloch gesehen. Hört mal. Hu, hu. Hu. Wow, Chase, du sprichst ja wirklich eulisch. Also los, befreien wir die Eule aus dem Baum. Siehst du, kleiner Tut, die Paw Patrol wird euch helfen. Kleiner Tut? Das ist aber eine kleine Schlafmütze. Eulen sind nachtaktiv. Das bedeutet, dass sie die ganze Nacht wach sind. Kein Wunder, dass er am Tag müde ist. Oh oh. Gut gemacht, Chase. Gut gefangen. Oh, schlaf dich aus, kleiner Tut. Seilwinde. Thank you.
angehängt. Also los, Rubble. Versuch, ein Loch unter den Baum zu graben. Vielleicht kann die Eule dann aus dem Astloch heraus. Aber sei vorsichtig. Rubble, mach das rucki-zucki. Ruff, Schaufel. Moment noch. Wir holen dich da raus. Pass auf, Rubble. Der Baum rutscht ab. Meine Reifen drehen durch. Ich muss den Wagen irgendwie abstürzen. Aha. Das hält. Lasst uns die Eule rausholen. Und zwar schnell. Ich habe eine Idee. Einen Moment. Ja! Das müsste reichen. Komm, liebe Eule. Ja! Wow, das war knapp, kleiner Tut. Gern geschehen. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist nicht nur irgendeine Eule. Das ist die Mama vom kleinen Tut. Ich glaube, du hast recht, Ryder. Chase, du hast den kleinen Tut und seine Mama gerettet. Hallo, Mama-Eule. Man muss kein Eulisch können, um zu verstehen, dass das ein Danke war. Ach, gern geschehen. Wenn ihr uns braucht, reicht ein Uhu-Laut. Gut gemacht, Fellfreunde. Können wir los? Ich habe noch eine Frage. Wo werdet ihr jetzt wohnen? Aha. Dieser Baum wirkt sehr stabil. Probiert ihn doch mal aus. Naja, wenigstens weißt du, wo sie wohnen, Chase. Und du kannst den kleinen Tut jederzeit besuchen. Ja, das kann ich wirklich. Die Paw Patrol meldet sich hiermit zum Dienst. Wo ist Ryder? Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Diesmal betrifft die Rettungsaktion mich. Ja. Wir sollen dich retten? Ja, dich auch, Garby. Wir sind... Wieso dreht sich das Bild so? Ich glaube, mir wird schlecht. Was ist passiert? 98 Lieferungen, 98 Stück. Oh-oh. 98 Lieferungen und gleich sind es nur noch 97. Ohne mein Fotofon weiß die Paw Patrol nicht, wo sie uns findet. Wie sollen wir denn Ryder retten? Ohne Ryder. Wir schaffen das. Wir sind die Paw Patrol. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Zuerst müssen wir ihn finden. Rubble, vielleicht könntest du... Ich suche bei Jake. Ich suche ihn mit meinem Hubschrauber und meiner Spezialbrille aus der Luft. Ich werde die ganze Küste absuchen. Ich übernehme die Parks und Felder. Wartet mal, Fellfreunde. Ich auch. Jemand sollte auch die Eierkaninchen kontrollieren. Ich habe einen Plan. Entschuldigt, Fellfreunde. Am besten suchen wir Ryder mit seinem... Ich weiß. Sein Fotofon-Peilsender wird uns auf der Karte zeigen, wo er ist. Sieht aus, als würde Ryder zu Jake in die Berge fahren. Dann los, Paw Patrol. Retten wir Ryder. Rocky, du bleibst hier und beobachtest den Peilsender und sagst Sky, wohin er sich bewegt. Und Chase, ich meine ich, verfolge seine Spur am Boden. Toller Plan, Chase. Danke, Rubble. Aber das waren wir alle zusammen. Paw Patrol, der Einsatz läuft! Paw Patrol! Warte!
Vielleicht sitzen Ryder und Gabi ja bei Mr. Porter im Lieferwagen. Chase, überprüf mal. Ein klarer Fall für Chase. Achtung, Achtung, Mr. Porter. Bitte fahren Sie rechts ran. Das ist ein Notfall. Was sollten Ryder und Garby denn in meinem Lieferwagen? Also, wir haben Ryders Peilsender hier geortet. Sehen Sie, da ist Ryders Photophon. Und wie kommt das in meinen Lieferwagen? Ryder muss es fallen gelassen haben. Deshalb hat sich das Bild gedreht. Und irgendwie ist es dann in dieser Kiste gelandet. Fellfreunde, wir haben Ryders Photophon gefunden, aber nicht Ryder. Was? Das heißt, wir haben immer noch keine Ahnung, wo Ryder und Garby stecken. Wartet, wenn wir den Weg zurückverfolgen, finden wir die Stelle, von wo aus Ryder angerufen hat. Werkzeugarm! Sky, Chase, Ryder war auf dem Panorama-Wanderweg, als er uns anrief. Ich bin schon da, Rocky. Wenn Ryder sein Photophon hier fallen gelassen hat, müssten sie in der Nähe sein. Ich sehe sie! Der Felsvorsprung bröckelt! Ihr müsst herkommen, schnell! Marshalls Leiter muss dichter an den Vorsprung heran, aber die Felsbrocken sind im Weg. Nicht mehr lange. Tolle Teamarbeit, Fellfreunde. Marshall, los, fahr die Leiter vor. Ich kann kaum erwarten. Leiter hoch. Die Leiter ist nicht lang genug. Wie holen wir sie bloß da runter? Ryder, leg das Gurtzeug an! Danke, Sky! Guter Plan! Keine Sorge, du kommst natürlich mit. Spring auf, Garby! Das war knapp! Juhu! Toll, Team! Wir treffen uns gleich in der Zentrale! Sky, wie machst du das, ohne über deine eigenen Pfoten zu stolpern? Ich habe einen Trick. Wenn ich neue Schritte einübe, sage ich laut, was meine Pfoten machen sollen. Guck so. Vorderpfote vor, Hinterpfote zur Seite. Vorderpfote vor, Hinterpfote zur Seite. Ich hab's kapiert. Und jetzt aufrichten und Schwanzwirbeln. Ihr beide habt das nächste Level erreicht. Ja. Ich brauche eine Trinkpause. Hier spricht Ryder. Ryder, wir haben ein großes Problem. Ein Waggon ist aus den Schienen gesprungen und hat dabei die Gleise verbogen. Jetzt kann der Nachmittagszug nicht in den Bahnhof einfahren, aber er hat eine extrem wichtige Lieferung an Bord. Ich brauche Hilfe. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Da seid ihr ja. Es ist furchtbar, die Schienen sind zerstört. Der Waggon lässt sich einfach nicht bewegen und der nächste Zug kommt in wenigen Stunden. Wenn es jemand rechtzeitig reparieren kann, dann die Paw Patrol. Chase, kannst du den Waggon wegschleppen, damit wir die Schienen für den nächsten Zug reparieren können? Wird sofort erledigt, Ryder. Aber Junge Chase, kann losgehen. Gemacht, Chase. Die Schienen sind verbogen. Und diese Schwelle hier, die ist... Robbe, alles in Ordnung? Klar doch, mir geht's gut. Großartig. Autsch, es tut doch weh.
Katie sieht sich deine Pfote besser mal an. Ich weiß nicht. Ich bin Rubbles Bagger noch nie gefahren. Keine Sorge, ich sag dir schon, wie es geht. Bereit? Ein klarer Fall für Chase Rider. Okay, hör zu. Drück den grünen Knopf und es geht los. Das war gar nicht so schwer. Und was jetzt? Jetzt drückst du die Schaufel-Hochtaste, trittst aufs Gaspedal und löst die Bremse. Schaufel-Hochtaste? Gaspedal treten? Oh, warte, die Bremse. Langsam, nicht so viel Gas. Nein, das ist der Bohrarm. Wieso geht es plötzlich bergab? Chase, alles in Ordnung? Mir ist irgendwie schwindelig, aber das wird schon wieder. Der Zug nähert sich unserem Bahnhof. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Tut mir leid, Ryder. Ich bin mit den Anweisungen durcheinander gekommen. So ähnlich wie bei dem Fellfreund-Boogie-Spiel. Das ist es. Ich sage, was du tun sollst und du wiederholst es. Genau wie Sky beim Fellfreund-Boogie-Spiel. Ja! Zuerst drückst du die eckige Taste links. Die eckige Taste? Was ist das? Das Radio. Drück drauf. Okay. Bereit? 1, 2, 3 und linke Pfote drückt Hebel. Linke Pfote drückt Hebel. Rechte Pfote drückt hinunter. Rechte Pfote drückt hinunter. Hey, ich fahre. Ich hab's geschafft. Oh. Schwarzer Knopf. Linke Pfote, schwarzer Knopf. Yeah, ich hab's raus. Au! Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch die neuen Schienen verlegen. Puh, geschafft. Das Gleis ist repariert. Gerade noch rechtzeitig, da kommt der Zug. Gleis repariert, Chase. Du bist so ein braves Hündchen. Oh ja, genau da. Die Paw Patrol hat es geschafft. Wird die Paw Patrol gebraucht? Geben Sie laut. Eillieferung für Bürgermeisterin Goodway und die Paw Patrol. Dankeschön. Und so pünktlich. Chase, ich brauche dich und deinen Polizeiwagen so schnell wie möglich an der Brücke. Ein klarer Fall für Chase. Bin ich, Ryder. Was soll ich tun? Wir brauchen deine Seilwinde, um diesen Baumstamm runterzulassen. Der Stamm soll den gebrochenen Stützpfeiler abstützen. Ein klarer Fall für Chase. Perfekt. Los geht's. Noch ein bisschen tiefer. Sehr gut, Chase. Genau richtig. Ist das stabil genug? Ja, es wird jedenfalls so lange halten, bis der Zug von der Brücke gefahren ist. Alle Felsbrocken sind weggeräumt, Ryder. Danke, Rubble. Katie, sag dem Lokführer, dass die Gleise wieder frei sind. Er kann den Zug jetzt von der Brücke fahren. Ich sag's ihm, aber ich mach mir Sorgen. Wieso? Kaylee ist verschwunden. Habt ihr das gehört? Das war Kaylee. Chase, kannst du... Ein klarer Fall für Chase. Kaylee, bin ich froh, dich zu sehen. Ach, Kaylee, das ist nicht der Rede wert. Ich wurde
wusste, dass Ryder und die Paw Patrol es schaffen würden, aber wo ist Kaylee? Kaylee, du ungezogenes Kätzchen, danke, dass du sie gerettet hast. Chase, du bist so ein braver Hund. Gern. Geschehen. Nichts Besonderes für einen Polizeihund. Das ist großartig. Ja. Wir haben es geschafft.